Leih mir deine Kraft. Komm mit. Okay. Machen wir so. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Da geht's runter. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Verderberdämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Ja, das hoffe ich auch. Die hat Eier, wa? Die Frau, meine Güte. Naja, man wird ja nicht umsonst Kriegsherren. Oh, Loot. Ich kann wahrscheinlich nichts mehr aufnehmen. Kein Platz mehr. Nee. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Bumm. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken. Feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Ja. Was haben wir hier noch so? Ja, gut, das ist schön. Wenn sie mich bemerken. Ja, das ist schön. Dann probieren wir mal, unbemerkt daran zu kommen. Alles verseucht da unten. Unglaublich. Das nehme ich mal noch mit. Ich habe kaum Energie. Und drei Fläschchen habe ich noch. So, da können wir uns gut verstecken. Da hinten ist eine. Was ist das? Irgendeine Kiste oder so, ne? Vorratskiste. Okay, die brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Okay, klappt das mit dem? Ich habe mich verdrückt, Entschuldigung. Hier ist was. Was war das? Das frage ich dich. Oh ne, da kommt jetzt zurück, ne? Oh, das ist schlecht. Gut, das ging nochmal gut. Den sollten wir dann auch bekommen. Hoffe ich. Ich habe was gehört. Okay, jetzt kommt der da angeschoben. Oh, echt jetzt? Ja, mir soll es gleich sein. Na komm, komm, komm. Oh. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich kann echt nichts mehr aufnehmen. So, kommt der jetzt auch mal noch hier angeschissen oder nicht so? Den haben wir. Glas, gerade grün kann ich nicht mehr nehmen. Das regt mich übelst auf.
So, ein Stückchen. Ich setze der Verderbnis ein Ende. Hier liegt ein Toter. Wo denn? Ist doch Quatsch jetzt, was du erzählst. Der ist da einfach umgefallen. Das war keiner von uns. Tot! Da draußen läuft ein Killer rum. Oh nein. Das ist schlecht. Hättest du mal nicht, Junge. Kommt der jetzt auch hierher? Hm, ja. Echt beruhigend. Komm mal her, ja. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, so. Ein Kopfschuss reicht da gar nicht bei dem, hast du gesehen? Metallscherben können wir immer tragen, das geht. Okay. So. Das ist ein guter Weg, den du folgst. Ja. So, es ist schön. Da hinten, der hat uns so halbwegs entdeckt. Kommt der jetzt hier rüber? Wie will denn das machen? Komm raus aus deinem Versteck. Nee, komm ich nicht. So, ja. Nichts, Idiot. Hier hinten haben wir alles geklärt. Das Gefäß enthält Lohe. Hochentzündlich. Müssen wir die nehmen? Gar nichts gegen die. Ruhig. Okay, die haben sie schon entzündet. Wo denn? Dein Ende ist gekommen. Du wirst. Erzittere vor der Macht, das. Okay, der ist auch weg. Nein. Warum kann ich immer kein Blaues nutzen? Verdammt nochmal. Oder aufheben, meine ich. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt. Viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen.
Val, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Ja. Mit ihr ist wahrscheinlich nicht so gut Kirschen essen. Hier ist doch eine Spur. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, jetzt echt machen sollen, ey. Unglaublich, dass du hier nichts tragen kannst. Dein Elend kotzt mich an. Da ist eine Vorratskiste. Okay, keine Ahnung, welche Richtung wir gehen müssen. Hier wahrscheinlich. Dann gehen wir eben mal hier lang und dann... Spurmark. Ja. Folge der Logik. Ich hole mir noch Frostbeulen. Gibt es hier oben noch weiter? Nee. Hier, ja. Ja, aber hier hinten war ja jetzt auch nichts mehr. Ganz kuriose Geschichte, ganz merkwürdig. Ich gehe mal eben hier hoch gucken. Aber hier ist nichts. Ist keine Spur mehr. Ich soll die Ausgrabungsstätte untersuchen, ja. Durch doch gerade, durch. Aber erst plündern. Scherben sind gut. Ist da nochmal eine Spur? Nach unten. Es muss ja unten sein. Hier hinten. Hier lang. Da hoch wahrscheinlich, hä? Hallo? Überall kann sie sich dranhängen, aber hier nicht, oder was? Ich will mich verarschen. Unglaublich. Ja, das muss da oben sein. Denn hier ist jetzt auch nichts mehr. Was ist das? Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Aha. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Okay. Gut. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen.